Yeah. Let's go. Genau, alle. Alle auf irgendwas. Du machst super Geschosse. Oh, du siehst schon ganz schön angeschlagen aus, weil hinter dir wieder ein Schatten gespawnt ist. Nein, nicht so gut. Wo ist mein Quicksave? Da ist mein Quicksave. Ich muss das irgendwie doch anders angehen. Die Schatten sind verdammt gefährlich, weil die mal versuchen, Alof anzupissen. Aber diese komischen Banshees sind auch nicht ohne. Eigentlich jetzt, da Duens Zauber pro Begegnung sprechen kann, genauso wie Alof kann es, glaube ich, noch nicht. Sure. Nein, zieht euch mal zurück. Okay. Genau, irgendwas angreifen. Du mach mal Segnung. Du mach das Härteste, was du hast. Auf die da. Okay. Oh, jetzt sind alle irgendwie versteinert worden. Das war Fenris. Geist. Du machst mal so eine Heilung auf Alof. Alof macht noch mal seine Supergeschosse auf den Geister. Und das hat Alof umgehauen. Nee. Schnell speichern. Ich wollte eigentlich mit Alof dann einen Feuerball reinschmeißen, um den Kampf zu eröffnen. Aber dann wurde ich doch schon entdeckt und das lief dann alles doch nicht ganz so gut ab. Vielleicht sollte ich mit Alof einen Feuerball reinschmeißen, die Nahkämpfer vorrennen lassen. Mhm. So. Yes. Alof, Feuerball. Und nicht sterben, Alof. Durens, heil Alof. Alof, super Geschosse. Okay. Dann die schweren Geschosse auf Kida. Und Durens, du machst mal die Macht. Also die Segnung. Alof setzt gleich nochmal einen hinterher. Okay, eine von den bösen Viechern ist... Nein, nicht ausgeschalten. Let's go! Du beschwörst ganz dringend mal Würms. Und ihr bombardiert das Vieh. Genau. Wow, Fenris lebt sogar noch. Wow. Hey, wir haben es geschafft, auch wenn es ziemlich heftig und knapp war.
Ja. Und da eine Lindwurm jetzt gerade da in der Wand hängt. So, yes. Kanna, du heißt Alof. Auch. I'll see what I can find. So. Ich hoffe mal, das war der schwierige Raum. Ich habe auf den Geist geklickt, ich nehme den Geist. So. Tritt näher, mache dich mir bekannt. Die Adra-Augen des Steingesichts leuchten und seine Stimme ertönt aus seinem offenen Mund. Die Vergangenheit ist der Knauf des Schwertes. Der wahre Krieger ergreift es und kennt seine Stärke. Sprich, welche Eigenschaft definiert dich? Ich bringe Leute zusammen. Ich bin am stärksten, wenn ich Seite an Seite mit meinem Verbündeten arbeite. Ich bin zuverlässig und beständig. Ich kann mit Geduld und Hingabe jedes Hindernis überwinden. Ich bin am mutigsten, wenn die Lage am schlimmsten ist. Ich stelle mich den Prüfungen des Lebens und triumphiere. Wenn etwas getan werden muss, lasse ich nicht zu, dass etwas im Wege steht. Ich treffe die schwersten Entscheidungen. Nehmen wir das in der Mitte. So ist es mit deiner Macht. Ein Symbolbrenner an der Wand hinter dem Steinkopf. Muss ich jetzt diese Prüfung machen oder... Was ist damit gemeint? Der Steinkopf bleibt stumm, seine Adra-Augen trüb. Ja, ich habe so das Gefühl, ich muss jetzt da rein. Und dass das nochmal genauso schwierig sein könnte wie... Oh Gott! Erst einmal die Viecher weg. Du kannst nicht alle heilen, dann heile ich mal selber. Du kannst alle heilen. So. Und gleich nochmal auf das Viech. Und du machst nochmal so eine Heilung auf Alof. Okay, eins der Viecher ist weg. Mach mal eine größere Heilung auf Alof. Sicher ist sicher. Und Alof, lass mal die Kugeln fliegen. Und lass gleich nochmal die Kugeln fliegen. Du mach dein Schwertchen auf das Vieh. Durans, nochmal eine kleine Heilung auf Alof. Palegina, du heil dich nochmal selber. Und ihr könnt alle mithelfen. Das war Fenris. Let's go. Ja. Tritt näher und sprich dein Begehr. Mhm. Habe ich eigentlich dran gedacht, den einzusammeln? Ja, habe ich. Okay. Was ist hier zu sehen? Aus diesem Fels blühen kleine weiße Steine. Sie scheinen alle fest fixiert zu sein. An einer Stelle aber, wo anscheinend ein entfernt wurde, ist jetzt ein Loch. Okay. Als ein grünes Licht aus den Augen des Reliefs schießt, hörst du eine weitere tiefe, raue Stimme. Begierde ist das Ziel der Seele. Sie ist ihr Sinn und ihre Richtung, die Spitze einer Klinge.
Verleihe deinem Ehrgeiz Stimme, auf das deine Seele zielsicher zuschlägt. Ich begehre Widerstandskraft und die Fähigkeit, Stärke aus meinen Mühen zu ziehen. Ich möchte eine mächtigere Vision meines eigenen Ichs werden. Ich will alle um mich herum inspirieren und meine Stärke zu unserem gemeinsamen Zweck schenken. Ich will meine Feinde durch meine Macht überwältigen. Ich begehre Widerstandskraft und die Fähigkeit, Stärke aus meinen Mühen zu ziehen. So sei es. Ein Zeichen an der Wand beginnt zu pulsieren, zu leuchten. Es pulsiert vor Licht, gleist vor dem Hintergrund der im Flechten bewachsenen Wand. Ein Gefäß aus Fleisch kann eine Seele jahrelang beherbergen. Durch ein Gefäß aus Bronze beherbergt sie über vier Generationen hinweg. Begib dich ins Wasser und wähle ein Gefäß aus Stein. Okay. Und das heißt, ich darf jetzt wohl in die Kammer hier eintreten. Weil eine andere Kammer darf ich nicht betreten. Okay. Und da sind zum Glück nur Spinnen und Käfer drin. Hm. Also nichts dermaßen Böses. Alof kann trotzdem mal nach da hinten einen Feuerball werfen. So, das tat schön weh. Dann macht er noch den hier. Seine Mehrfachgeschosse, die irgendwie wieder mal ins Nichts gegangen sind. Mist. Wow. Oder er geht da mal aus diesem... aus diesem Area-Gebietsschaden raus. Der macht doch ziemlich Aua. Du spürst ein unangenehmes Gefühl in deinem Kopf. Kriechen, krabbeln, dein hohes Pfeifen überwältigt deine Sinne, begleiten von deinem wütenden Ausstoß. Eindringlicher Dieb, die Stimme ist fremd und wild, sie zuckt durch deinen Verstand wie ein Blitz. Nadeln stechen mit jeder Silbe in dein Gehirn, verschwinden jedoch plötzlich zusammen mit der Stimme. Das Pfeifen in deinem Kopf ist fort. Habe ich was falsch gemacht? Oder hätte ich hier rüber müssen? Ja. Ich hoffe, ich habe hier nichts jetzt falsch gemacht. Durch die Mitte des Podests zieht sich ein zylindrischer Hohlraum, der kaum breiter als der Schaft einer Waffe ist. Die schlangenartigen Symbole und Zeichen von Engwiff, die im Boden eingelassen sind, formen sich in deinem Verstand zu Wörtern. Der Krieger ruft zwei Augenzeugen auf, die vor dem Emblem Stellung beziehen sollen, um Zeugnis über das Wesen seiner Seele abzulegen. Der Krieger besteigt mit dem Sehengefäß in der Hand das Podium. In der Hand das Podium, um sich dem Transfer zu unterwerfen. Da ist wieder mal ein Fehler drin. Sein Sehengefäß und eine Waffe mit einem Herz aus Adra tragen, darf sich der Krieger dann der Urne nähern. Auf diese Weise formt er seinen Arm, der seiner Fähigkeit und Ambition wert ist. Okay, habe ich wieder was falsch gemacht? Weil hier kann ich nichts machen. Und hier auch nicht, oder? Wo das lang gehen kann ich nicht. Das Gesicht schweigt wahrscheinlich immer noch, oder? Okay, wo war mein letzter Quick Save? Ich hoffe, der war, nachdem ich die zweite Welle an Geistern besiegt habe, noch bevor ich die Spinnen angegriffen habe.